Ja, wunderschönen guten Abend doch mal, meine lieben YouTuber, und willkommen auf meinem Kanal Peter Rock über 1950. Wie schön, dass ihr nochmal eingeschaltet habt, oder nicht? Ja, wie gesagt, übers Wochenende Zeit mit meinem Kumpel und den Kindern verbracht. Es war auch Dorfflohmarkt, also sprich, es war jetzt keine Antikmacht, sondern einfach nur Haushaltswaren. Und ja, hier haben wir einmal einen Plattenständer für bis zu 50 Schallplatten. Bei den Kleinen sind es nur 18 Schallplatten. Also bei mir ist es eigentlich immer so, ich bevorzuge die großen für die Langspielschallplatten und die Kleinen eigentlich für die Single-Schallplatten. Und hier kann man es auch sehen, ne? Da könnt ihr sehen, da sind die beiden Löcher. Also das heißt, das Ding war tatsächlich mal in einer Musiktour verbaut. Manchmal, wie gesagt, wenn keine Löcher dort vorhanden sind, dann ist es halt geklebt. Ja, im Großen und Ganzen muss ich ehrlich sagen, ja, Zeit mit meinem Kumpel war schön, mit den Kindern war auch schön. Mal so beim schönen Wetter durchs Dorf spazieren gehen war auch schön. Nur die Ausbeute dieses Mal war richtig, also nicht so schön. Also ich bin so ein bisschen enttäuscht. So das Thermostat für zu Hause aus dem Secondhand-Laden Ferry gekauft, das ist Fritte, total kaputt, also da geht gar nichts. Ja, der Regulierstab, die Mechanik drin ist kaputt, sodass sich das auch gar nicht lohnt, in Ordnung zu bringen vom Zeitaufwand. Ja, das Einzige, was halt noch positiv ist, ich hatte ja wie gesagt, Plattenständer gesucht, sonst fände ich immer eigentlich welche in Göttingen im Secondhand-Laden, wenn ich da mal so diese paar Secondhand-Läden abklappern tue. Diesmal war es halt gleich der erste Stand im Dorfflohmarkt, deswegen darüber bin ich froh. Und für alle, die jetzt denken, ich würde jetzt meinen Regulierstab wegschmeißen, nein, für das, was ich damit vorhabe, brauche ich Tageslicht und in der DDR, so meine Vermutung, wird man wahrscheinlich unter gewissen Umständen oder Voraussetzungen das Licht nur benutzt haben beim Regulierstab. Aber ansonsten konnte man auch so den Menschen zeigen, so hier fahr mal rechts ran und jetzt kontrollieren wir dich mal oder so als Beispiel. Ja, ja also wie ihr seht, mein Leben läuft auch nicht immer glatt. Man findet auch nicht immer alles und es klappt nicht immer alles. Also ja, aber gut, auch das muss man muss auch mal man muss Höhen und Tiefen im Leben haben. Und man sagt ja immer, nach dem schlechten Wetter kommt gutes Wetter. Gut, das gute Wetter haben wir jetzt. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Also, auch wenn es nicht so ganz läuft, hoffe ich, dass ich euch trotzdem mit meinem Alltag einfach so ein bisschen unterhalten kann. Und seid gespannt und freut euch auf neue Videos. Ich habe da schon so eine klitzekleine Idee, was ich so vorhabe. Aber dazu muss ich rechtzeitig ins Bett gehen, damit ich das morgen machen kann. Ob es klappt, weiß ich nicht. Deswegen will ich erstmal noch nicht so viel verraten. Wenn ich das natürlich vorhabe, das, was ich morgen vorhabe, was ich jetzt noch nicht verraten will, dann werde ich natürlich an Ort und Stelle immer so kleine kurze Videos machen, damit ich euch so ein bisschen bespaßen kann. In dem Sinne, ja. Ach ja, und übrigens bei meinem Biker-Treffen spontan, da ist mir mein Kofferradio Löwe Opta auf den Boden gefallen. Ich hatte das zwischen meinen Klappstuhl geklemmt gehabt und es ist Gott sei Dank nicht kaputt gegangen, aber innen drin die Mechanik. Das hat ein bisschen was abbekommen, so dass ich da bei nächster Gelegenheit einen neuen Kondensator reinlöten muss. Weil einer ist auf jeden Fall dabei kaputt gegangen. Weitere Schäden habe ich da jetzt nicht feststellen können. Und wegen diesem einen Kondensator spielt das Transistor-Kofferradio nicht von Löwe Opta. Aber gut, also ja, war halt eine richtige Woche, die war halt, ja. Richtig Panne, also schlechte Woche.
mit einem kleinen Trost, diese beiden Dinger hier, die Schallplattenständer. Eigentlich tatsächlich auch irgendwie für die damalige Zeit sehr einfach gemacht, ne? Also so eine Holzkonstruktion, rechts und links, vorne und hinten. Und dann einfach ein Stück Draht genommen. Das hier zum Beispiel ist ja so ummandelt. Und das wird wahrscheinlich lackiertes Draht sein. So ein Stück, ja, so, ne? Ihr wisst, was ich meine, so Metalldraht, was man so, ja, also, naja. Somit haben wir jetzt wieder Platz für 68 Schallplatten und tatsächlich machen wir das jetzt so, dass wir immer mal wieder zwischendurch mal spontan eine Trödeltour machen in den Second-Hand-Laden und gucken mal so nach 50 Cent, 1, 2 € Artikel und Schallplatten, ja, kann ich nie genug haben, denn ich gucke und suche immer gerne. Also sage ich jetzt einfach mal gute Nacht und bis zum nächsten Mal, euer Peter Rockabilly. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Liken, abonnieren nicht vergessen, teilen, erwünscht, kritisieren, wie ihr wollt. Es kann nicht immer nach Plan laufen. Bis dann, euer Peter Rockabilly.